Okay, das ist ein simpler, einfacher, effektiver Weg, den Driver zu lernen und zu üben. Hallo, ich möchte dir heute zeigen, was meiner Meinung nach die einfachste Methode ist, den Driver zu lernen und den Schwung mit dem Driver umzusetzen. Bevor ich anfange, die Driver sind heute fast alle umstellbar. Du musst schauen, dass du ausreichend Loft hast. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Driver hast und ein Schläger mit 10-10,5 Grad Loft hast, dann ist das Erste, was du machen solltest, ist erstmal einen Driver mit viel mehr Loft auszuprobieren, mit 12 Grad Loft. Je mehr Loft, desto besser. Und bei Damen ab 14 Grad Loft wird den Schlag viel einfacher machen. So, als Erstes steh mal mit den Füßen Schulterbreite. Dann die Arme heben, dass die Arme und Schaft parallel zum Boden sind. Dann möchte ich, dass du deine Schulter um deine Wirbelsäule drehst in beide Richtungen. Du wirst aber merken, dass es viel einfacher ist, wenn ich hier den Unterkörper mitgehen lasse. Und damit ich den Unterkörper mitgehen lassen kann, ist es hilfreich, wenn ich meine Fersen hebe. Und schau bitte, was meine Wirbelsäule macht. Der bleibt gleich. Das ist wichtig, dass wir uns drehen. Und während wir uns drehen, spüre, wie das Gewicht erst rechts ist, dann links ist. Wichtiger Punkt. Die Mehrheit der Golfer slicen den Ball. Und wenn du deinen Ball nach da schlägst mit dem Driver, solltest du bitte, wenn du diesen Aufschwung machst, gucken, dass dein Handrücken gerade bleibt. Und wenn du den geraden Handrücken gerade lässt, wird deine Schlagfläche in Ordnung sein. Okay, jetzt nächster Schritt ist, den Schläger etwas zu senken und genau die Dinge zu tun, die du bislang gemacht hast. Aber der Schaft ist jetzt ein Tick steiler. Okay, das machst du 2-3 Minuten lang. Und denk an deinen Handrücken. Okay, wenn du das gemacht hast, Schläge noch weiter runter. Der Schläger ist jetzt ungefähr 40 cm vom Boden. Und ich mache genau das Gleiche. Und schwinge um meine Wirbelsäule. So, das ist jetzt wichtig. Was ich hier tue, ist das Gleiche wie hier. Nur der Unterschied ist, mein Wirbelsäulewinkel, also ich habe mich gebückt nach vorne aus der Hüfte heraus, geh schön in die Knie, guck, dass deine Hüftgelenke oberhalb der Ferse sind. Okay, so ich mache jetzt genau das Gleiche, nur ich bin gebückter. So mach das 2-3 Minuten lang und dann den Schläger auf den Boden. Du kannst deine Tiefe wenden und jetzt musst du weit um deine Wirbelsäule dich drehen und jetzt kannst du versuchen, das Tee zu kitzeln. Schwunggeschwindigkeit. Auch wenn du meinst, du schwingst ruhig runter, schwingst nicht ruhig runter. Du setzt zu viel Kraft höchstwahrscheinlich ein. Glaub mir, das, was man tut und was man denkt, man tut, sind sehr, sehr oft beim Golfen zwei verschiedene Sachen. So, da haben wir den Schwung. Das war's. Das ist der Schwung mit dem Driver, nur die Haltung ist anders und du musst lernen, weiter um deinen Körper zu drehen, Hüfte zu drehen, lass die Fersen hochkommen, damit du besser rumkommen kannst. Wirbelsäulewinkel bleibt. Und mit dem Driver, da der Ball so weit vorne ist und die Schulter runter, ist die Wirbelsäule ein bisschen schief vor dem Schlag und das behältst du bei. Okay, jetzt mache ich das. Und die erste Bälle mit diesem Schwung machst du bitte so ruhig wie möglich. Ich muss
ganz dicht an diesem Baum vorbei. Das ist ganz starker Wind hier von links. So, ich denke daran. Oh, das war ein schöner, flacher Draw gegen den Wind. Jetzt ist mein Tee weg. Okay, das ist ein simpler, einfacher, effektiver Weg, den Driver zu lernen und zu üben. Bitte mach das und genieß es. Jetzt hast du Winter, jetzt hast du viel Zeit. Du musst sowieso die Bälle vom Aufteen. Dann kannst du die ganze Zeit Driver spielen auf dem Platz, bis du dieses Ding so richtig gut kannst. Ciao.